Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den FV Tiefen. Entstand 4:1. Ich darf beide Trainer begrüßen und den Gästetrainer um ein kurzes Statement zum Spiel bitten. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle. Glückwunsch zum Sieg. Am Ende natürlich, denke ich, verdienter Sieg. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es dem Gegner nicht so einfach machen, was die Gegentore angeht. Wir schenken halt leider heute 2-1-0 und 2-0 durch, wenn wir einfach nicht klar verteidigen. Ja, wir verteidigen halt leider im Moment teilweise jugendlich. Und das ist so ein bisschen das, was sich bei uns durch die Saison zieht. Diese Kleinigkeiten, diese kleinen Fehler, diese Inkonsequenz teilweise im Zweikampf, ja. So, ohne dass ich jetzt den Sieg vom Gegner schmälern will, aber wir haben es dem Gegner sehr einfach, oder wir haben es euch heute sehr einfach gemacht. Dann war läuft mal ein 2-0 hinterher, und ja, das Schlimme ist, eigentlich bekommen wir zwei hundertprozentige Torchancen auf dem Silbertablett serviert und machen sie halt nicht rein kurz vor der Halbzeit.
dann kann es halt anders aussehen. Natürlich hat der Gegner die Chance zum 3-0 und unser Torwart hervorragend hält in der 1-gegen-1-Situation. Das ist klar. Und trotz alledem, das wäre dann halt auch so vielleicht so ein bisschen typisch Fußball gewesen, da durch so eine Situation, durch so eine einfache Situation nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Aber es passt leider Gottes im Moment zu unserer Saison, dass wir auch nicht in der Lage sind, dann die Fehler vom Gegner zu nutzen. Und ja, wir haben uns eigentlich viel vorgenommen in der Halbzeit. Wir wussten eigentlich, dass wir noch nicht tot sind. Und trotz alledem 3-0, ja, sagen wir mal, der Vorbereiter vom Tor spaziert durch den gegnerischen Strafraum mit Gewaltschutz. Und ja, das ist dann kann man natürlich kein Spiel gewinnen, wenn man so verteidigt. Und dementsprechend ist der Sieg, geht da in Ordnung. Und für uns ist es eine ganz schwierige Saison zurzeit. Wir müssen uns sammeln, müssen zu unseren Tugenden zurückfinden. Die Qualität ist da, wir können sie leider zurzeit nicht abrufen. Aber ja, bei uns geht es auch morgen wieder bei Null los und wir werden morgen wieder daran arbeiten, den nächsten Dreier nach Tiefen zu holen. Für euch weiter viel Erfolg. Alles klar, Dankeschön. Fati, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Hat sich ja schon vieles zusammengefasst. Ist irgendwie ein total kurioses Spiel. Wir haben eine Vielzahl an vielversprechenden Aktionen gehabt und die haben wir nicht verwertet. Und dann kam Gott sei Dank der FV Dieflin und hat uns dann zwei Dinge aufgelegt. Wir hätten sie mit Sicherheit aus eigenen Stücken auch machen können, aber wir haben halt einfach der Hilfe bedurft. Sagt man das? Bedurft? Bedurft. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann haben wir es 2-0 gemacht und er hat recht, dann waren es zwei fast hundertprozentige, also Post und Okugawa war es, glaube ich, hundertprozentige Torchancen. Und ich weiß aus leidvoller Erfahrung die letzten Jahre, wenn ich gegen Dieflin gespielt habe, gerade letzte Saison, wo wir 3-0 geführt haben, wo wir den Gegner absolut im Griff haben, vor der Halbzeit einen Fehler machen zum 3-1 und dann ja, phasenweise nur noch am Schwimmen waren und am Ende glücklich sein können, dass wir noch ein 3-3 eingefahren haben, wie so ein Spiel laufen kann, wenn der Gegner trifft, weil dann die Psyche ins Spiel kommt. Dann kommst du in die zweite Halbzeit, machst das 3-0, machst das 4-0 und denkst, oh, jetzt hast du noch knapp 30, 35 Minuten und kannst noch ein bisschen was fürs Torkonto machen. Ja, und dann wird es halt weniger. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, dass wir dann in letzter Konsequenz dann halt eben nicht mehr das 5. oder 6. gemacht haben und dass wir dann auch in letzter Konsequenz das Gegentor nicht verteidigt haben, weil das war mehrfach zu verteidigen. Aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu kritisch. Wir haben jetzt 26 Punkte, glaube ich. Wir überwintern im Pokal haben wir jetzt noch 5 Spiele und dann werden wir versuchen, so viele wie möglich an Punkten einzufahren, damit wir sorgenfrei in die Rückrunde starten können. FV Dieflin wünsche ich alles Gute. Ich meine, zu Hause seid ihr eine Macht. Fußballerisch seid ihr auch gut genug. Das hat man jetzt in der Videoanalyse auch gesehen. Und deswegen glaube ich auch, dass der FV Dieflin sich wie immer da unten noch wieder rauskämpfen wird. Dankeschön. Dankeschön, Fatih. Noch Fragen? Okay, dann bleibt mir nur der Hinweis auf nächstes Heimspiel am 16. November zu Gast an der FC Garbach und ich darf den Gästen eine gute Heimreise wünschen. Dankeschön. Dankeschön.